Wenn du ein neues Projekt, eine Gründung oder ein Wachstumsvorhaben starten möchtest und du brauchst Geld oder ein neues Mietobjekt, dann wird in der Regel von dir ein Businessplan erwartet. Also Dritte wollen sich in diesem Konzept davon überzeugen, was du vorhast und wo du herkommst und wie dein ganzes Geschäftsmodell genau funktioniert. Und da gibt es ganz verschiedene Quellen, auch im Internet, wie du an einen Businessplan herankommst. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, aber auch, was die Vor- und was die Nachteile sind. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer, sondern auch Berater. So habe ich auf der einen Seite also selbst von den Unternehmen, die ich gegründet habe, einen entsprechenden Businessplan erstellen dürfen und ich habe vielen tausend Menschen dabei geholfen, auch dieses Businessplanmodell aufzustellen. Und da weiß ich aus der Praxis und auch für die Praxis, wo man solche Businesspläne herbekommt und ob sie tatsächlich zielführend sind oder eher Nachteile haben. Die erste und einfachste Variante ist, dass du über deine Suchmaschine entsprechende fertige Businesspläne kaufst. Der Vorteil ist, es ist scheinbar alles fertig. Du hast also ein Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung, du hast die einzelnen Kapitel und vielleicht noch hintendran eine Anlage oder ein Anlagenverzeichnis. Der Nachteil jedoch ist folgender. Beim Businessplan kommt es nicht nur darauf an, ob die Struktur stimmt, sondern ob die Inhalte stimmen. Das bedeutet, der Leser wird relativ schnell merken, inwieweit du mit deinem Team vollständig tatsächlich auch alle erforderlichen Kompetenzen abbilden, ob ihr die Branchenerfahrung, die entsprechende Zulassung und Qualifikationen auch tatsächlich mitbringt. Der Leser wird auch mitbekommen, ob du tatsächlich deinen Markt in der Region, wo du starten möchtest, wirklich analysiert hast. Der Leser wird auch sehen, ob du deine Mitbewerber, die in der Straße, in deinem Einzugsgebiet tatsächlich mit dir einander im Markt antreten, ob du die analysiert hast. Unsere Erfahrungen sind, dass das Einzige, was du tatsächlich von solchen fertigen Businessplänen übernehmen kannst, ist die Struktur, wenn sie tatsächlich vollständig ist und vielleicht noch die allgemeinen Markttrends. Aber mit deinem Standort, mit deinem Projekt, mit deinem Team, mit deinem Produkt, mit den Preisen, mit deiner tatsächlichen Zielgruppe haben solche Pläne in der Regel nichts zu tun. Es gibt immer wieder Fälle, wo uns auch unsere Kunden einen fertigen Businessplan vorlegen, der von ihrem Freund stammt. Der hat ja so etwas Ähnliches gemacht. Der Vorteil ist natürlich auch, hier dass scheinbar die Struktur vollständig ist und der Inhalt teilweise auch. Tatsache ist aber auch hier, dass alles andere genauso angepasst werden muss wie im Fall 1. Denn es fängt schon an beim Unternehmertyp, das unterschiedliche Eigenkapital, der Standort, die Leistungsangebote, die Kunden, die Zielgruppe, die Kernkompetenzen, die man mitbringt, der Vergleich mit den Mitbewerbern und natürlich die Stärken- und Schwächeanalyse. All das fehlt in der Regel ganz individuell auf deinem persönlichen, auf dich persönlich zugeschneiderten Businessplan. Und dann gibt es natürlich noch die Portale im Internet, die dir dann die Möglichkeit geben, kostenlos einen Businessplan zu fertigen. Hier gibt es zwei verschiedene Arten von Portale. Die einen, da bezahlst du nichts und du bekommst tatsächlich in der Regel auch nichts. Warum bekommst du nichts? Das ist relativ simpel. Du wirst nämlich dort einen bestimmten Fragekatalog durcharbeiten und ganz zum Schluss, wenn du hoffst, dass du alles eingegeben hast, wirst du deinen Namen, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse und die Erlaubnis eintragen dürfen, damit das scheinbar fertige Ergebnis dir dann auch freigestellt wird. Letztendlich wird aber nur ein Datensatz so erzeugt, der dann weiterverkauft wird. Entweder an verbundene Unternehmensberater, Steuerberater, Marketingleute oder Versicherungsberater. Die kaufen diese Leads, also deinen Datensatz ein, rufen dich dann an und verkaufen dir ihre Produkte. Das Ergebnis, was du dann bekommst, ist in der Regel ein PDF-Dokument, was du nicht wirklich weiter bearbeiten kannst. Weder den Textteil noch die Planungsrechnung. Und die Planungsrechnung ist in der Regel unter aller Sau weder für die Bank noch für das Arbeitsamt geeignet. Und dann gibt es noch die zweite Kategorie der Portale, die zahlungspflichtig sind. Hier ist es so, dass du ganz individuell deine Texte schon schreiben kannst. Und wenn du Glück hast, kannst du etwas herunterladen und weiter bearbeiten. Meistens ist es aber so, dass du nur in diesen Dokumenten und auch in den entsprechenden Tabellen weiterarbeiten kannst, wenn du zahlendes Mitglied bist. Das bedeutet also, du wirst immer weiter und ein Businessplan und eine Planungsrechnung nutzt man nicht nur einmal, um irgendwelche Fördermittel oder Bankkredite zu beantragen, sondern dein Businessplan, den brauchst du, solange du selbstständig bist. Der wird fortgeschrieben, weiterentwickelt. Das gleiche gilt für die Planungsrechnung. Das heißt, du bist also gezwungen, den Rest deines Lebens hier auch zu bezahlen. Und ein Download geht in der Regel nicht. Bei der vierten Möglichkeit ist es so, dass du ein Beratungsunternehmen beauftragst, deinen Businessplan vollständig zu schreiben.
Die komplette Planungsrechnung mit allen Kosten, mit allen Umsätzen, das ganze Preismengengerüst, mit der GUV, mit dem Liquiditätsplan und natürlich mit dem Finanzierungsplan und mit der Planbilanz. Und auch der Text wird von ihm komplett gefertigt, der gesamte Bericht, also alle 10, 11, 12, 13 Kapitel, alle Anhänge. Und da braucht natürlich ein Berater schon eine Menge Tagwerke. Alleine dich zu interviewen, alleine die regelmäßigen Gespräche und natürlich dann die Projektarbeit, das umzusetzen, bist du schnell bei 10, 14 Tagen. Und ein so ein Tagwerk, nun, der kostet nun mal mindestens 800 bis 2.500 Euro. Bist du also dort bei 10 Tagen angekommen, bist du schnell mal zwischen 8.000 bis 20.000 Euro los. Die fünfte Möglichkeit ist die sogenannte kooperative Methode. Das bedeutet also, dass ein Berater, ein kompetenter Mensch, dich dabei begleitet, dass du selbst möglichst viel von deinem Businessplan, von deinem Textteil, Finanzteil auch erstellst. Der Berater liefert dir aber den Rahmen. Der Berater liefert dir die Templates, mit denen du viel Zeit ersparst, mit denen du auch in der Zukunft im Gegensatz zu den Portalen weiterarbeiten kannst. Und der Berater prüft zwischen und macht eine finale Abschlussprüfung, mit der du danach erst zum Arbeitsamt, zur Bank, zu Investoren, zum Jobcenter oder zum Vermieter hingehen wirst. Das bedeutet, kooperativ bedeutet, zusammen, gemeinsam an dem Vorhaben zu arbeiten und du entscheidest, wie viel Prozent willst du machen und wie viel Prozent soll der Berater machen. So kannst du also selbst auch die Kosten gestalten und du weißt auch, und das ist das vielleicht Entscheidendste, Wichtigste, wenn du dann bei der Bank sitzt und eine Frage gestellt bekommst, was du geschrieben hast und wo es im Kontext im Businessplan tatsächlich auch zu finden ist. Zusammengefasst also gibt es viele Möglichkeiten, deinen Businessplan zu erstellen. Nur das Beste ist meiner Meinung nach tatsächlich die kooperative Variante. Und das ist inzwischen auch in der Politik angekommen. Das bedeutet also, die Bundesagentur für Arbeit hat entsprechend dafür auch entsprechende Fördermaßnahmen für Beratung, für Vorgründungsberatung auf den Markt gebracht. Du kannst also beispielsweise in der Kooperation mit uns bei der X Group einen Gutschein erhalten, der bis zu 100% dieser kooperativen Beratung und Begleitung übernehmen wird. Also ich lade dich jetzt ein, selbst zu überprüfen, was ist für dich die zweckmäßige, die zielführende und auch die nachhaltigste, beste Möglichkeit, einen Businessplan zu schreiben. Und wenn du dann zweitens kooperativ mit uns zusammenarbeiten willst, egal wo du in Deutschland bist, weil wir das über Videokonferenzen machen, dann nimm gerne Kontakt mit uns auf und buche dein erstes kostenfreies Erstgespräch. Und in diesem kostenfreien Erstgespräch überprüfen wir mit dir gemeinsam, ob du auch die Option darauf hast, ein AVGS, also einen Gutschein zu bekommen zur Übernahme der Beratungskosten. Gerne kannst du also jetzt das Video liken, den Kanal bitte abonnieren, weil wir jede Woche neu publizieren, und buche jetzt über den Link unterhalb des Videos dein kostenfreies Erstgespräch und vielleicht können wir schon nächste oder übernächste Woche beginnen, gemeinsam an deinem Konzept zu deinem unternehmerischen Ziel zu arbeiten. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.